erstmal einen recht herzlichen Dank an die Firma Dotcom Canvas für die Binder. Ich war sehr begeistert, wo sie gekommen sind. Hat jetzt eine Zeit lang gedauert, bis ich sie aufgehängt habe, aber jetzt hängen sie. Es gibt ja auch personalisiertes Bild von dir. Genau, richtig. Es gibt einmal hier. Und was mir besonders gut an dieser Galerie gefällt, ne? Die haben sich wirklich für jeden Geldbeutel ausgerichtet. Und das finde ich gut. Es haben ja auch viele in dem letzten Video gefragt, ob man das Bild kaufen kann. Und das würden wir jetzt einfach mal hier einblenden, oder? Ja, natürlich könnt ihr das Bild kaufen. Also wenn ihr jetzt nicht noch Werner Frankfurt auf dem Fernseher sehen wollt, ne? Und auch im permanenten Wohnzimmer irgendwo hängen haben wollt, Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Werner, welches von den Dotcom Canvas Bildern ist denn so dein All-Time Favorite, dein Lieblingsbild? Also der Spruch, it all starts with a dream, der passt ja zu dir, ne? Genau. Irgendwann in jungen Jahren wurde ich mit was konfrontiert und seitdem her war ich angetan, ne? Das war der erste Blick und dann beginnt der Traum, ne? Stark. Und das Bild von der Aussagekraft her definitiv eins der besten, wobei mir natürlich alle Bilder gut gefallen. Und das Bild hier gefällt meiner Frau am besten. Von der Aussagekraft natürlich. Ja, wir fahren jetzt ins Rotlichtviertel. Da kommt ein Freund von mir vorbei und mit dem laufen wir ein wenig durchs Rotlichtviertel. Vielleicht liegt unterwegs irgendwo noch ein Barbershop. Dann kann ich mal meinen Bart endlich mal machen lassen und alles. Und ansonsten schauen wir, was der Tag noch bringt. Auf! Werner, als du das erste Mal in den 90ern hier ins Bahnhofsviertel gekommen bist, wie war das so für dich? Was war da so deine Emotion? Ich bin im Disneyland von Werner Frankfurt angekommen. Alter, ich schwör dir, das war Disneyland für mich. Das war Disneyland. Disneyland. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn der Papa oder die Mutter als Kleinkinder euch in irgendeinem Freizeitpark reinbringt oder so, ne? Das war ja immer Highlight. Und Disneyland ist ja so die Oberstufe von dem Ganzen. Für mich war das, wo ich hier aufgeschlagen bin in den 90er. Und wie gesagt, ja, da in meiner Anfangszeit, wo ich aktiv war, habe ich gesagt, willkommen in Disneyland. So, ihr zwei, ne? Jetzt sind wir ja hier im Rotlichtviertel. Ich bin der Meinung, dass wenn du hier nicht eine gefestigte Persönlichkeit bist, da vielleicht in die eine oder andere Versuchung kommst, spuckt dich das Viertel trocken wieder aus, oder? Wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Wenn du nicht ein bisschen abgehärtet bist und keinen guten Kopf hast, dann kannst du hier auf jeden Fall schnell fallen. Du darfst jetzt nicht so ein naiver Typ sein, so ein Spießer, was weiß ich. Du musst halt ein bisschen wirklich wie im Urlaub sein, weißt du, was ich meine? Ja. Unterhaltsam, lachen, gut amüsieren. Du weißt ganz genau, du lebst in einem Viertel, weißt du? Das ist halt, wenn du jetzt direkt wirklich auch mit der Partyszene nicht klarkommst. Wenn du wirklich hierher kommst und denkst, ich muss jetzt jeden Tag Party machen, dann ist es wie Frage eine Sanduhr. Zeit, gell? Das ist eine Frage der Zeit. Das ist wie so eine Sanduhr. Ja. Die geht platt und du bist auch platt. Fertig. Wie lange hast du denn hier eigentlich gearbeitet im Bahnhofsviertel? Bahnhofsviertel 7-8 Jahre und noch gependelt. Meine Laufhäuser, FKK-Clubs. Also insgesamt 20 Jahre jetzt. Du bist wie zu Hause, weißt du? Du bist in deinem Wohnzimmer, hast deine Bildschirme. Die Mädels sind auch mittlerweile so familiärisch mit dir geworden. Unterhaltsam, ist jetzt nicht so wie die Leute, das von draußen sind. Denke ich, der ist jetzt ein Puff. Ja. Da geht es jetzt nur um ekelhafte Sachen. Stimmt gar nicht. Also nicht jeder Gast will mit einer Frau schlafen. Da gibt es auch Gäste, die wollen sich dazu unterhalten. Ja, oder die meisten Frauen, die ich gekannt habe, waren auch alle gebildet. Und was ist jetzt für ein Unterschied, ob du jetzt Samstagabends in einem Club gehst und dich wie zwei Wodka Red Bulls flachlegen lässt? Oder ob du hier schlau bist und dir das Taschengeld verdienst. Das ist einer der ältesten Gewerbe, die es überhaupt gibt. Es gibt halt noch genug Schandmäuler da draußen, wo halt rumlaufen, ne? Und das kann sie halt noch negativ reden und alles, ne? Und dann gibt es halt Politiker, die keiner kennt und dann suchen die sich halt das Thema aus, um auf die Bildfläche halt zu kommen, ne? Und fangen dann halt mit Prostitutionsverbot und den ganzen Spann an. Ich weiß gar nicht, was die Debatte eigentlich soll, weil das wird es nie geben. Es wird nie Prostitutionsverbot in Deutschland geben. Und jeder, wo sich damit befasst, der ist meiner Meinung nach geisteskrank. Ja. Geisteskrank. Geisteskrank. Gerade die, die das verbieten, sind die größten Stammkunden. Ja. Ist so. So, Werner hat es ja schon gesagt, wir sind ja hier im Disneyland. Lustigste, an was du dich hier erinnern kannst. Die lustigste Story war, wo vier Junkies bei mir geklopft haben und gesagt, ey, wir haben was zu verkaufen. Ich sag was, ich gehe runter. Und dann war das so ein fast 2 Meter hohe, breite Kühlschrank war das. Die haben mich zu viert getragen. Ich weiß nicht, wo die den her hatten. Das Ding hat 200 Kilo gewogen und haben den hier rumgeschleppt, ja. Solche Aktionen. Am Wochenende ist es ja schon auch eine Partymeile.
Wenn du jetzt so einen Tipp geben würdest, wie sich einer hier am Wochenende verhalten sollte, der vielleicht jetzt das Viertel nicht kennt und irgendwie aus einem Dorf nach Frankfurt reinkommt und sagt, ich mache heute Abend mal hier Party. Gibt es da so ein, zwei Tipps, wo du sagen würdest, das soll das Dorf gar keinen Fall machen? Oder? Der soll sich am besten ins Platinium einschließen und soll da bis in die Morgenstunden feiern. Da ist er gut aufgehoben. Auf jeden Fall genügend Geld mitnehmen und Stabilität auf jeden Fall. Was braucht man denn hier so? Komme ich mit dem Huni hier weit, oder? Huni ist eher, glaube ich, schon Trinkgeld, ja. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Kommt drauf an, was er natürlich hier machen will und alles. Ja, ne? Ist für jeden etwas. Du musst jetzt nicht reich sein, um hier feiern zu gehen oder so. Hier gibt es wirklich geile Unterhaltung, wie der Werner gerade gesagt hat. Platinium gibt es auf jeden Fall. Hier gibt es auch geile Bars, hier gibt es gute Laufhäuser. Muss jetzt nicht, wie gesagt, tausende Euros hier mitnehmen auf jeden Fall. Aber geht auf jeden Fall, kann ich gut unterhalten. Werner, du hattest ja vorhin schon erwähnt, du willst dir mal den Bart trimmen lassen. Wollen wir da mal hinspazieren? Mo, du hast ja gesagt, du kennst hier einen guten Barbershop. Ja, Logo, auf jeden Fall hier in der Ecke. Werner, wie oft gehst du denn zum Barbershop? Also bevor ich dich kennengelernt habe, jede Woche einmal. Und seit du in mein Leben eingetreten bist, habe ich dann Glück. Ey, guck mal hier! Hey. Was geht denn? Alles gut? Willst du die Haare schön machen? Ja. Nee, den Bart. Shit like Dion, niggas ain't peas, they peon. Sit in the bed, bad beyond, neck on froze on Freon. Mach's gut, ciao. Ciao. Gehen wir nochmal ins Zadda-Studio? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir den Laden noch gar nicht angeguckt. Muss ich mir angucken auf jeden Fall. Okay, also dann gehen wir hin. Vorhin haben wir es ja so wegen Parken gehabt. Wegen Parken? Du machst ja so grundsätzlich nie Gedanken, wo du parkst. Ist nicht ganz so regelkonform, aber ein 30er oder so, Zeit entspannen. Alvin, wir sind im Disneyland. Hier wird jeder Wunsch erfüllt. Auch der Parkwunsch. Hier gibt's Geparkticket oder irgendwas. Na? Sollte es trotzdem irgendwann mal passieren, ne? Hey Gott, dann tue ich halt der Felistik halt weniger essen im Leben und dann habe ich es ja auch wieder drin. Ne? Okay. Auf jetzt. Was unterscheidet das Rotlichtsviertel tagsüber gegenüber Wochenende oder abends, wenn es dann Highlife ist? Abends fängt eher mehr so das Party an und tagsüber ist halt mal so Bankenvierteltreff und so. Stammkunden. Also das muss man schon sagen, oder? Tagsüber, ne, sind die Banker auf jeden Fall schwer unterwegs in den Laufhäusern. Ja, ne? Auf jeden Fall, das ist krass. Ja, die haben ja auch viel Stress. Ja. Die Mädels aber dann auch, ne? Ja, tagsüber siehst du halt mehr Bankleute da rumlaufen. Abends halt mehr das junge Publikum. Ja. Was war für dich so das aufwendigste Tattoo, was du gemacht hast? Und vor allem, was war für dich so die schmerzhafteste Stelle? Ich habe mit 15 einen Drachen über meinen halben Körper gemacht. Das war das schlimmste Tattoo. Wie viele Sessions hast du dafür gebraucht? Boah, ich glaube 12 oder so. Bei dir, Werner, was war das schmerzhafteste? Am Auge. Ja, das glaube ich. Wie hast Auge. Wie hast du dich ausgehalten? Ja, durchgebissen, ne? Spiegel TV-Reportage, die hat ja mittlerweile auch schon fast 9 Millionen Aufrufe. Echt? Hat das irgendwie dein Leben beeinflusst? Also so halt wie das Rotlicht, ich habe es ja auch gut präsentiert, weißt du, meine? Jetzt nicht, wie das die Medien jetzt hinstellen wollen. Damals habe ich jetzt zu den Medien gesagt, hört mal zu, ihr könnt gerne mit mir drehen, aber auf meine Art, weißt du? Da wird nichts verstellt. Wir drehen Real Life und dann wurde es halt komplett so umgestellt, auf jeden Fall. Frankfurt halt, ne? Frankfurt, ja. Da kam schon authentisch rüber. Ja, definitiv. Stand TV hatte, glaube ich, vor 3 Monaten sind sie runtergekommen und die Überschrift ist Prostitution in Frankfurt, ne? Und da sind sie hergegangen und hatten halt irgendwelche drogensüchtige Frauen vor die Kamera gezerrt. Ja, genau. Das ist ja eigentlich eine Beleidigung den anderen Frauen halt gegenüber, ne? Aber gut, was willst du machen, wenn halt irgendwelche charakterlichen Dreckschweine halt mit der Kamera umgehen können, ne? Ja, ja. Und es dann noch fertig kriegen, das im Fernsehen zu platzieren. Schlimm genug, dass Fernsehsender das dann auch noch ausstrahlen. Aber wie gesagt, Fernsehsender waren ja schon immer dafür da, um Menschenverdummung zu betreiben. Ja. Ne? Das Auto hat auch einen linken Spiegel. Ne? Ja, pass auf. Aber Werner ist doch gut versichertes Blech, oder? Derjenige, der Werner sein Auto irgendwie beschädigt, den sehe ich schon mit einer Perücke irgendwo in einem Laufhaus sitzen. Schön, sehr geiler Laden auf jeden Fall. Du kriegst diese Feeling, du kriegst sofort Bock, einen Termin hier zu machen. Werner, jetzt so nach einem Jahr YouTuber, was ist so dein Fazit?
als Person. Wenn du noch einmal YouTuber lebst. Zu mir sagst, ne? Dann kann das passieren, dann kann das passieren, was der Mo gerade im Auto gesagt hat, ne? Mit einer Perücke. Im Gegensatz zu Mo würde ich davor sogar noch ein Röckle schenken. Ja, ist doch schön. Den Leuten scheint es ja draußen zu gefallen und die Resonanz ist ja positiv, ne? Ich feiere das auf jeden Fall, dass der Werner die Leute mal ein bisschen hinter die Kulissen führt von seinem Business, mal so zeigt, wie es wirklich ist und so alles. Ja, und nicht halt, wie der vorhin gesagt hat, wie sich die Medien hinstellen. Man sieht ja, es ist unterhaltsam, macht Spaß, familiärisch. Ja, wir haben ja auch viele Kommentare auf YouTube, ne? Da wollen ja viele mal ein Praktikum bei dir machen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Den Mo nehmen wir da mit in die Verantwortung mit hinein. Ne? Kein Problem, gerne. Na, wir suchen uns jetzt zwei Praktikanten aus. Richtig. Die sollen sich alle bewerben, an die E-Mail-Adresse, genau. Bewerbung schicken. Ich würde jetzt hier für euch einmal die E-Mail-Adresse einblenden. Da könnt ihr euch dann bewerben. Genau. Aber in die E-Mail müsst ihr alle euer Instagram-Kanal mit reinmachen. Genau. Ja, per E-Mail bewerben um einen Praktikumsplatz bei Werner und Mo. Als Wirtschafter. Als Wirtschafter. Als Wirtschafter. Ich bin der Geselle und Werner ist der Meister. Ja, genau. Ja, ist so. Ja, kriegt okay. Man dann auch so ein IHK-Zertifikat. Okay. Nee, der Meister ist ja immer viel unterwegs. Der Geselle muss die ganze Zeit mit ihm bleiben und so. Alles zeigen. Und dann würde ich sagen, das Praktikum geht über zwei Tage. Richtig. Zwei Leute. Wir wollen ja Frauen nicht benachteiligen. Eine männliche Person und eine Frau als Praktikum im Büro natürlich. Also nicht, dass jetzt das falsch verstanden wird. Nee, Büro, ne? Büro. Also Büro. Und dann würde ich sagen, in den zwei Tagen werden sie dann von mir und Mo ein bisschen eingearbeitet und leben und in unserem Lifestyle zwei Tage, sag ich mal, so mit. Also richtig, bekommen ja. Dann einen genauen Einblick. Reinschnuppern und dann könnte ich immer noch überlegen, ob ja. Hinter die Kulissen. Zum 1. Januar, Anfang Januar, gibt man die zwei Praktikanten bekannt. Richtig, also ja. Den Na? Kompletten Dezember könnt ihr euch jetzt bewerben. Genau. Auf die eingeblendete E-Mail-Adresse mit Instagram-Kanal. Ganz wichtig, euer Profil sollte öffentlich sein. Oder Facebook, Facebook geht Facebook natürlich geht auch. Und was wichtig ist, ne, ihr müsst auf jeden Fall 18 sein. Ne? Ja, genau. Und die, wo sich natürlich bewerben, die müssen natürlich dann einverstanden sein, dass sie zwei Tage lang mit mir und Mo natürlich auch von der Kamera begleitet werden. Ne? Nicht kamerascheu sein. Also nicht kamerascheu. Also edler geht's nicht, ne? Wenn die Angestellten schon Champagner im Kühlschrank drin haben. Ist der für euch oder für die Gäste? Teils, teils. Teils, teils. Was heißt denn teils, teils? So Werner, wie immer die letzten Worte an deine Community. Leute, ihr werdet es erkennen, wenn im Kino der Vorhang zu ist, ist der Film vorbei. Und unser Film ist heute auch vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Gefallen.